Servus, hallo und willkommen zurück zu Zack und Vicky. Part 14. Im letzten Part haben wir die Kandelaber des Zorns aus der Vulkanhöhle geborgen, beziehungsweise aus dem Feuersee, und werden uns jetzt den Spuren der Vergangenheit widmen. Also hier gibt's wieder richtig tolle Ideen und ich muss sagen, das ist einer der schwersten Parts, denn man kann hier sehr viel falsch machen. Man muss hier wirklich sehr gut überlegen. Ich betone nochmal, sehr gut überlegen. Wenn ich mich dem jetzt nähere, aktiviere ich ihn dadurch? Ich muss es ausprobieren. Nee, tatsächlich nicht. Was für ein seltsames Zauberdingelchen. Macht ein gruseliges Gesicht. Schätze, wir sollten nicht zu nah rangehen. Ach ja? Ding! Achso, das hat er ja schon gesagt. Aber pass mal auf, hier hinten, da blitzelt doch etwas. Pass mal auf. Die Zennies nehmen wir uns natürlich mit. Klar, Mann. Wow, wir haben ihn aufgeweckt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Über die Brücke, über die Brücke. Denn er ist zu schwer für die Brücke und fällt hier runter. Clever. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu wissen. Und er hat wohl seinen Energiekristall fallen lassen. Gut gemacht, Boss. Wir können das Ding selbst kontrollieren. Auch das sieht wieder aus wie eine Wiimote. Und da scheint wohl irgendwas zu fehlen. Was könnte das wohl sein? Vielleicht ist es ein Energiekristall. Können wir da schon runter? Ja, wir sind schwer genug. Dann holen wir uns mal das Steinchen. Komm, greif durch. Na, unser Arm ist zu kurz. Du kommst wie gerufen. So fast, als hätte man dich so speziell programmiert. Zwinker. Ist ja klar, was wir mit diesem Ding hier machen. Ein Schlängelgreifer wird benötigt. So, jetzt kommen wir da aber auf jeden Fall ran. So, erstmal rein. Na komm. Ja. Gut gemacht, Boss. Hier habe ich es zweimal versucht und da meckert jetzt keiner. Na gut, soll mir recht sein. Den Machtkristall erhalten. Ich bin der König der Welt. Das stecken wir natürlich jetzt hier in unseren neuen besten Freund hier. So. Und jetzt muss ich auch die Wiimote anders halten. Genau so. Ich weiß nicht, lass mal kurz sehen. Das ist für drücken. Das ist, glaube ich, dass ich schneller fahre. Ja, genau. Okay, also eins ist schneller fahren. Zwei ist hier Klump wegräumen. Sehr gut. Dankeschön. Lass mal überlegen. Zurück. Das heißt, ich werde den Kristall hier mitnehmen. Dass du mir keinen Unfug machst. Oder, wie mein Fahrlehrer immer gesagt hat, parkfertig abstellen. Ich hoffe, die Schlosssperre ist drin. So, hier haben wir nochmal so ein Rätsel. Wie war das denn? Ich erinnere mich, dass sich die Platten drehen. Und ich glaube, das war so. Also, ich habe mir das so gemerkt, dass man wie so Ls braucht. Also, ein L zeigt nach rechts. Ein L zeigt nach links. Ihr seht schon, es fängt an, sich zu drehen. Das ist völlig okay. Und sobald ich das reinsetze... So war das, glaube ich. Genau! Sehr geil. Was einem alles im Gedächtnis hängen bleibt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht gedacht. Gut gemacht, Boss. Dankeschön. Den Kristall hätte ich dann gar nicht rausnehmen brauchen, oder? Na gut. Das macht so Spaß, die Wiimote wieder anders zu halten. Das glaubt ihr gar nicht.
Ich sag doch, die Wiimote, die wird hier so benutzt. Ach, das ist einfach vom Feinsten, Freunde. Ich habe das Gefühl, ich komme hier gar nicht runter. Ich lasse den jetzt einfach mal hier, denn wir sehen es da hinten. Wartet unser Kumpel auf uns, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Er hat aber eine sehr, sehr schrille Stimme. Hier kannst du nicht runter, Zack. Du musst irgendwo hin, wo du mehr Platz hast. Ehrlich nicht? Nee, macht er nicht. Oh, ist ja doof. Hori, hori, oh. Na gut, wenn du das sagst, ja, was will ich machen? Warum geht das denn nicht? So. Und hier habe ich also deiner Meinung nach mehr Platz, ja? Jetzt bin ich mir ein bisschen unschlüssig, wie ich weitermachen muss. Ach, komm schon. Was soll das denn jetzt? Ich glaube, ich stehe einfach nur ein bisschen falsch. Pass mal auf, wenn ich jetzt mich nach rechts bewege, dann müsste ich doch genug Platz haben. Geht das jetzt? Ja, genau. Das wird wohl auch unten der Fehler gewesen sein. Aber wir haben ja trotzdem diesen Lift. Der ist ja an nichts gebunden. Wir schütteln den Kerl hier erstmal wach. Und auch hier wieder, wenn ich zu lange brauche, nicht wahr? Dann blende ich es uns nochmal ein. Die Musik ist so geil. Hier auch wieder, wenn ihr die Musik erkennt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das war Mega Man. Hoi, 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 hoi. Nee, das war nicht Mega Man. Das ist wieder vollkommen eine Grütze. Wird nichts. Das war grässlich. Der wird uns jetzt sowas von zusammenscheißen. Oder? Nee, das hat ihm nicht gereicht. Nein! Das wäre nie im Leben gut genug für Barbaros gewesen. Auch hier wieder, wenn ich es schaffe, dann schneide ich uns das Ganze rein. Hoi, 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 hoi! Sieht doch gut aus. Yeah! Und dafür gibt's eine geheime Schatzkarte. Nummer 6. Yeah! Okay, wir müssen uns auf jeden Fall weiter umgucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dieser Part soll schließlich nicht ewig dauern. Okay, 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 okay. Ich verstehe, dass ich nichts verstehe. Wow. Das macht gerade nicht so viel Sinn. Komm hier hoch. Aber kann ich das Ding irgendwie schieben? Ich glaub's ja nicht. Hey, Großer! Die ist viel zu schwer, um sie mitzuschleppen. Hab ich mir schon fast gedacht. Wir können aber das Tor hier öffnen. Alles eine Frage der Reihenfolge, ob ich das wirklich auch in der richtigen Reihenfolge mache. Naja, so clever war das jetzt nicht. Okay, und jetzt hätten wir diesen Typ hier aktiviert. Gut gemacht, Boss. Okay. Schieben ist also auch nicht.
Muss mal sehen, wenn ich da jetzt hingehe. Dann geht das ja nach oben, gell? Nicht nach unten. Nee, es geht nach unten. Okay. Also da schon mal nicht drauf treten, das ist mega doof. Das machen wir nicht. Was hat es hier mit diesem Ding hier auf sich, mit diesem großen? Die Frage ist, kann ich mit dem hier einfach runterfallen? Geht das? So, zeig mal, was du kannst. Nee, das habe ich mir halt schon fast gedacht. Einfach runterfallen ist halt nicht. Ja, ich würde gern hoch. Muss ich vielleicht drauf zeigen? Nee. Der Cursor funktioniert nicht mehr. In dieser Gestalt zumindest nicht. Warte, nach oben, das macht auch gar keinen Sinn. Sollen wir vielleicht in die Lava? Oh Gott, ich probier's mal. Aber hier kann ich halt auch nicht absteigen, weißt du? Lava macht unserem guten Kumpel hier also nichts aus. Okay. Ja gut, dann... Ich glaube nicht, dass ich hier absteigen kann. Nee, tatsächlich nicht. Aber jetzt müsste es gehen, weil davor war es halt einfach nur zu wenig Platz. Vielleicht ist das da unten ja gar kein Böser. Also, ich habe halt gedacht, dass der hier böse ist. Nee, okay. Ja, dann war das mein Fehler. Dann gibt es tatsächlich mehrere von diesen Kreaturen, von diesen Statuen. Also, wir können jetzt hier nämlich hin. Der kann das natürlich heben, ist ja ganz klar. Dazu ist er ja da. Einmal aufheben, bitte. Jetzt lässt das einfach nach hinten fallen. So. Hier abstellen. Genau so ist richtig. Und jetzt können wir da drauf. Dann passt mal auf. Wenn dieser Typ hier drüber fährt, dann öffnet er gleichzeitig damit die Luke und er lässt natürlich das Gewicht auf sich selbst fallen. Entschuldigung, tut mir gar nicht leid. So, und auch hier wäre man wieder draufgegangen. Denn wir brauchen das. Wenn man hier durch die Lava fährt, stirbt man einfach. Und so verhindert man das Ganze. Ah, warte, warte, warte. Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das bitte ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. B. Okay, das geht. B. Weil wenn wir da mit dem schweren Gewicht rüberfahren, gehen wir doch sicher auch drauf. Man muss hier echt überlegen, was man hier macht. Komme ich hier runter? Okay, das geht tatsächlich. Clever. Wir sind über eine Brücke gelaufen. Wir sind so gut. Lass mal sehen. Dahinter scheint sich irgendwas zu verbergen. Ganz schön große Tür. Was wohl dahinter ist? Ja, das frage ich mich auch, Vicky. Ich kann es mir aber schon denken. Denn wir haben hier verschiedene Plattformen. Wow. Werden die sofort aktiviert? Nein, wir müssen auch noch schnell machen. Nein, 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 nein. Oh Gott, gleich mehrere von der Sorte. Gut, dann werde ich das jetzt zu meinen Gunsten nutzen. Pass mal auf. Nach links. Check. Okay, das hier. Nach rechts. Check. Und das hier. Einmal im Kreis drehen. Nein, nicht so. Nicht so, auf keinen Fall so. Pass mal auf.
So, check. Und gib ihm. Ah, ich habe einen kleinen Denkfehler gemacht. Gut gemacht, Boss. Ja, natürlich. Ja. Das hätte nach unten zeigen müssen, dann so komme ich doch gar nicht dran vorbei. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das kommt halt davon, wenn man das Handgelenk einmal drehen muss. So. Dann das hier noch. Ah, ich habe so viele Punkte verloren. So, jetzt nochmal. Jetzt ist ja die Gefahr gebannt. Jetzt ist es ja wurscht. Okay. Nochmal ein Hammer. Abschnitt abgeschlossen. Der Hammer des Erstaunens. Oh, das ist viel schöner als so ein überhaupt. Und ja, es ist so wunderschön und es ist aufpoliert und es ist überhaupt nicht eingestaubt. Oh, welch Wunder. So, das werde ich jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf. Wir haben eine Schatzkarte, die will ich auf jeden Fall einsetzen. Wir sind unglaublich, aber das ist irgendwie nicht so geil wie Superheld, glaube ich, ne? Ja, Superheld ist besser. Unglaublicher Superheld, das wäre natürlich die Krönung. Maddie, ich habe eine Schatzkarte. Wahrscheinlich haben wir das Ding schon per Zufall gefunden. Das wäre jetzt natürlich bitter. Du hast eine Schatzkarte und kannst sie nicht nutzen, weil du schon gefunden hast. Komm, spann uns nicht auf die Folter. Hast du was gefunden? Ja oder ja? Eins? Boah, ich hoffe, das ist was Gutes. Oh ja, Gulpi. Das ist tatsächlich was Gutes. Ende und aus. Wo haben wir das Ding jetzt? Es wird uns hier angezeigt. Sehr, sehr geil. Okay. Ist das so richtig? Machen wir mal kurz auf Nein. Das sieht doch schon besser aus. Also irgendwo da wird es halt sein, nicht wahr? Oh yeah! Das sehe ich zum ersten Mal, wenn ich ehrlich bin. Das muss ein mega großer Schatz sein. Hoffe ich doch zumindest. Bye, Mari. So, das schauen wir uns auch noch an. Okay, das kennen wir bereits. Das war der rote Hammer. Der Hammer des Erstaunens bei den Spuren der Vergangenheit. Er wurde aus der Angst geschmiedet, die ich bei den Menschen entfacht habe. Er kann das Wasser kontrollieren. Du hältst die Gesichter meiner Männer du hättest die Gesichter meiner Männer sehen sollen, als ich mit einem Mal das Meer geteilt habe. Wow, es fehlen noch 1, 2, 3, 4 und der Hut halt noch, das ist halt mega geil. Gehört halt einfach zu einem Piraten, das ist halt, ne? 5 Teile. Nein, 6. Warum denn 6? Zählt er das Gesicht denn noch dazu? Seltsam. Vielleicht besteht der Hut auch aus 2 Teilen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay. Dimi, aus dem Weg! Abenteuer erwarten mich! Das letzte Level, bevor es zum Boss geht. Und ich werde versuchen, jetzt nicht zu spoilern, was das ist. Lass mal kurz sehen. Ja, okay. Da werde ich geschickt mal drüber fahren. Das nächste wird sein Drachenschuppen. Und ob wir dort auf einen Drachen treffen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!